Moin ihr Lieben, ich bin Katharina und es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Im letzten Video habe ich einmal den Lockenstab mit dem Glätteisen verglichen, wenn es darum geht, sich Locken zu machen und kurz erklärt, warum ich das eine besser finde als das andere. Und heute dachte ich, zeige ich euch mal, wie ich mir mit dem Glätteisen Locken mache. Sowohl beim Lockenstab als auch beim Glätteisen achte ich darauf, dass meine Haare trocken sind, da ich so die Haare weniger schädige. Und als allererstes kämme ich mir die Haare durch und ich mache das anders als vielleicht viele andere. Ich teile sie nicht ab, sondern mache mir in dem Sinne die Frisur, die ich gerne machen möchte und habe mir daher mit der oberen Partie der Haare einen Zopf am Hinterkopf gemacht und sie so ein bisschen zurückgenommen. Und dann habe ich angefangen, mir Locken zu machen. Ich habe mit der einen Seite angefangen, danach habe ich die andere Seite gemacht und irgendwie hat es nicht so recht gewollt und funktioniert. Mal war eine Locke eigentlich ganz in Ordnung, mal war eine Locke irgendwie eine Vollkatastrophe. Ich weiß es nicht, ich kriege es nicht hin und auch wenn meine Locke gut aussieht, sie ist nach kürzer Zeit wieder raus. Also die halten nicht so lange. Ja, vielleicht ist es aber eine Technik, ihr seht ja, wie ich das mache, die bei euch gut funktioniert. Also probiert ihr die doch einfach mal aus. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, man kann es sehen, ich habe mir keine Locken oder ähnliches gemacht. Ich habe die Haare nur, ja, die waren halt gewaschen. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt Donnerstag. Ich habe sie Montag gewaschen. Und das war's auch. Ich habe sie nur mit, nee, ich habe sie mit Shampoo und mit, nicht Spülung, sondern mit einer Haarkur gewaschen. Und das war's. Und die haben jetzt mittlerweile doch so ein bisschen Schwung drin. Heißt, ich glaube, je kürzer meine Haare werden, die sind zwar nicht schwer richtig, weil sie ja auch sehr, sehr frisselig sind, aber je mehr sozusagen. Mittlerweile kriege ich echt so ein bisschen Naturwelle oder Lockereien, so ein bisschen, wie auch immer man das bezeichnen mag. Es geht schon ein bisschen in die Richtung. Vielleicht halten die mittlerweile deswegen ja auch besser als früher. Ich weiß es nicht. Früher war es ja absolut eine Katastrophe. Mit Glätteisen sowieso, das war nach kürzester Zeit raus. Ich habe jetzt eine neue Methode, das sieht besser aus als vorher. Aber ob das länger hält, weiß ich noch nicht. Das werde ich jetzt nochmal testen. Weil ich habe gerade ich bin ja auf einen dünnen Lockenstab umgestiegen, so einen ganz günstigen. Ja, den habe ich halt aktuell nicht hier, deswegen kommt das Glätteisen zum Einsatz. Weiter geht's. Würde mich auch gerne mal interessieren, ob es bei euch funktioniert. Vielleicht habt ihr ja genau die Haarstruktur, wo Locken mit dem Glätteisen lange halten. Ein Nachteil hat es, man hat immer die Spitzen mitgelockt, heißt es nicht gerade spitzenschonend. Und da ist es mit einem Glätteisen nicht so geeignet, da ist ein Lockenstab besser für, denn da kann man die Spitzen sehr einfach und leicht auch rauslassen und ein bisschen schonen, weil Spitzen ja am schnellsten kaputt gehen. Das war's, das sind meine Locken. Nicht spektakulär, nicht extrem. Ich weiß gar nicht, ob man gerade groß viel erkennen kann. Diese Seite ist deutlich schöner geworden als hier die andere Seite. Die ist natürlich jetzt auch noch wärmer, weil die jetzt schon abkühlen konnte. Ich weiß nicht warum. Mit dem Glätteisen klappt es hier einfach besser als da. Weil ich bin Rechtshänder, ich brauche einfach, dass das Glätteisen ja eine gewisse Länge hat, einfach so ein bisschen Platz und dadurch komme ich sozusagen mit dem rechten Arm hier besser an, als hier so, so eng und das geht gar nicht. Naja, ich lasse die Haare jetzt noch zu Ende auskühlen, deswegen habe ich das zuerst gemacht, schmink mich kurz. Mach dann die Haare zu Ende fertig. Also entweder gehe ich dann nur mit den Händen durch oder ich nehme einen grob zickigen Kamm. Mal gucken. Je nachdem auch, wie sehr das da raus ist, werde ich dann hier eventuell wieder was rauskämmen und das sozusagen anpassen. Man kriegt eher Locken im Nachhinein besser raus als rein. Das ist ja auch wieder so ein Punkt. Und ja, jetzt schminke ich mich nur minimal, aber ich will nicht Haare gemacht und komplett ungeschminkt sein. Also irgendwas auf die Lippen, kurzes Rouge und Wimperntusche und das war's dann auch für heute. Leichte Locken sind es trotzdem, aber für mich jetzt nicht so schön. Und wenn ich mir die Mühe mache mit, ich mache mir Locken, geht es zum einen einfacher und schneller bei mir mit dem Lockenstab und zum anderen auch einfach
sieht es schöner aus, finde ich zumindest. Dementsprechend geht es im nächsten Video dann weiter mit dem Lockenstab und da zeige ich euch, wie ich es mit dem Lockenstab mache, mit den Locken. Hoffe, es war trotzdem etwas für euch dabei, auch wenn es bei mir nicht so funktioniert. Vielleicht funktioniert die Technik ja bei euch. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss!